Mit diesem Schlüssel für ein neues Europa möchte ich meiner Verpflichtung nachkommen, über Europa zu informieren. Über die Probleme, die wir in Europa haben, aber auch über die Entscheidungen, die zu treffen sind und die wir auch schon getroffen haben. Es ist ja nicht nur eine Verpflichtung, es ist meine feste Absicht, meine Überzeugung, dass wir mehr informieren müssen über Europa. Wir müssen die Menschen wieder gewinnen für diese großartige Idee der europäischen Einigung. Für dieses Projekt, die Menschen in Europa zusammenzubringen und nicht wieder auseinanderzubringen und zu dividieren. Denn die Ursache dieses gemeinsamen Europas war ja die Überwindung von Hass, von Nationalismus, von dem Gegeneinander, das geherrscht hat, nicht nur zwischen Frankreich und Deutschland, sondern auch zwischen vielen anderen Völkern und innerhalb der Völker. Und diese Grundidee darf nicht verloren gehen, wenn wir jetzt auch eine Menge wirtschaftlicher Probleme zu lösen haben. Probleme der Bankenkrise, der Finanzkrise. Wir müssen daran arbeiten, wie wir die Finanzmärkte begrenzen und kontrollieren können, wie wir das Geld aus den Finanzmärkten in reale Investitionen bringen können, wie wir schauen können, dass wieder mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Denn Vollbeschäftigung ist vor allem für uns Sozialdemokraten ein wesentliches Element der Gestaltung des Europas der Zukunft. Natürlich geht es auch um unsere Nachbarschaft, um die Entwicklungen zum Beispiel im arabischen Raum, aber auch im Nahen Osten und im Bereich der östlichen Nachbarn, dass wir den Frieden herstellen bzw. bewahren dort, wo er schon existiert. Denn nur in einer friedlichen Nachbarschaft können wir auch uns selbst positiv weiterentwickeln und unsere wirtschaftlichen und sozialen Probleme lösen. Es gäbe viel zu sagen, aber dazu gibt es eben diesen Schlüssel. Und dieser Schlüssel soll ein bisschen darüber informieren, über die Vielfalt der Aufgaben, die wir heute zu lösen haben und über die Ansätze, die ich versuche auch mit einzubringen. Und ich glaube, dass wir gerade in Österreich nicht nur mehr Informationen brauchen, auch mehr Diskussion über Sinn und Zweck Europa, dass wir den Nationalismen, dem neuen Hass, der da gepredigt wird, entgegentreten und wieder eine Zukunftsvision bekommen, eine positive Vision von einem Europa, der sozialen Ausgeglichenheit, der Vollbeschäftigung und des Friedens.